Hallo, meine Freunde. Danke, dass ihr wieder hier bei mir seid. Ich hoffe, ihr seid heute glücklich und gesund. Ich sende euch allen eine große Umarmung. Ich bin Mari. Diese Informationen können als Science Fiction angesehen werden oder als das, was der Betrachter am besten findet. Und ich poste sie nur zu Unterhaltungszwecken. Dennoch nehme ich meine Informationen sehr ernst und für jeden, der Augen hat, sie zu sehen. Es ist ratsam, sich meine letzten beiden Videos anzusehen, um dieses hier besser zu verstehen. Um dieses Video zu verstehen, musst du zunächst bedenken, dass die Zeit als solche nicht unabhängig von dem Bewusstsein existieren kann, das sie als Wahrnehmung erzeugt. Zeit existiert nicht, oder nur als Illusion und als Ergebnis des Aktes, bewusst zu sein. In den letzten beiden Videos, die ich veröffentlicht habe, habe ich das Konzept der hexadimensionalen Raumzeit erklärt, die aus drei Dimensionen im Raum und drei Dimensionen in der Zeit besteht. Dieses Modell, das von interstellaren Kulturen verwendet wird, erklärt sehr gut, warum es keine Zeitparadoxien geben kann und wie die Zeit im Allgemeinen funktioniert, aber es ist nur ein Modell und bedeutet nicht, dass Zeit etwas anderes ist als eine Wahrnehmung. Aber das gilt auch für den Raum. Letztendlich sind also Zeit und Raum, ob im traditionellen vierdimensionalen Zeitraummodell auf der Erde oder im sechs- oder sechsdimensionalen Modell interstellarer Kulturen, nichts anderes als Wahrnehmungen und Tricks des Geistes und des Bewusstseins, die dazu dienen, einer Seele mit einer starken Verbindung zur Quelle eine Erfahrung zu vermitteln, die auf Grenzen und der Wahrnehmung der Endlichkeit beruht. Ich werde mich dem Grund, warum es keine wirkliche Geschichte als solche gibt, zunächst aus einem eher metaphysischen Blickwinkel nähern. Wenn Zeit nicht etwas ist, das unabhängig von demjenigen ist, der sie als Ergebnis seines bloßen Bewusstseinsaktes wahrnimmt, dann kann es keinen Zeitrahmen, keine festgelegte Dauer oder Zeitfolge außerhalb des Bewusstseins desjenigen geben, der sie als Wahrnehmung erzeugt. Der Grund, warum es eine Geschichte oder Vergangenheit gibt, liegt in drei miteinander verknüpften Dingen, weil wir eine Erinnerung an das haben, was wir vor dem Jetzt erlebt haben, weil wir die Folgen vergangener Handlungen erleben, unsere eigenen und die anderer, und weil uns gesagt wird, dass es eine Vergangenheit gibt. Wir glauben, dass es eine Vergangenheit gab, also eine Gruppe von Situationen, die sich einmal ereignet haben, weil wir davon ausgehen, dass das Universum und seine Zeit so funktionieren, wie wir es selbst wahrnehmen, und ja, von unserem speziellen Blickwinkel aus funktioniert es so, wie wir es wahrnehmen, aber das ist nur eine Wahrnehmung, die sich von Subjekt zu Subjekt ändert und daher keine einheitliche Qualität oder Eigenschaft des Universums ist. Nur wenn eine gleichgesinnte Gruppe von Aufmerksamkeitspunkten, ich meine Individuen, Wahrnehmungsvereinbarungen trifft, wird etwas, das auf Wahrnehmung basiert, kollektiv als Realität akzeptiert, aber es wird keine universelle sein. Alles, was existiert, hat auf die eine oder andere Weise ein Bewusstsein. Selbst ein Stein oder ein Sandkorn haben eine Art von primitivem Bewusstsein und sind ebenfalls Punkte der Aufmerksamkeit der Quelle. Sonst würden sie nicht existieren. Aber hier beziehe ich mich nur auf die Punkte der Aufmerksamkeit des Bewusstseins, die wir als Menschen betrachten. Wenn es niemanden gibt, der die Dauer der Zeit wahrnimmt, dann kann es auch keine Zeit als solche geben. Deshalb machen die auf der Erde verwendeten Konzepte, die Zeitrahmen verwenden, die in Tausenden oder Millionen von Jahren berechnet werden, keinen wirklichen Sinn, und sie werden nur zu einer abstrakten Berechnung, die von einer Gruppe von Menschen als Vereinbarung akzeptiert wird, die sich selbst für Wissenschaftler halten, aber nur, weil ihre Kultur ihnen eine Lizenz für diese Aufgabe erteilt hat. Sie mögen den radioaktiven Zerfall oder astronomische Berechnungen als Referenz für ihren Zeitrahmen von Ereignissen nehmen. Aber auch dann sind ihre Schlussfolgerungen nur das Ergebnis ihrer eigenen Wahrnehmungsvereinbarungen und der Schlussfolgerungen, die sie zuvor gezogen haben. Und diese Wahrnehmungsvereinbarungen beruhen auf dem, was sie Wissenschaft und die wissenschaftliche Methode nennen, die von den Mächten stark kontrolliert wird, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du dir merken solltest.
Die Menschen auf der Erde gehen davon aus, dass die Vergangenheit so geschehen ist, wie es in ihren Geschichtsbüchern steht, weil sie darauf konditioniert und trainiert wurden, an Autoritätspersonen zu glauben, und wer auch immer diese Bücher geschrieben hat, sowie diejenigen, die sie als wahre Geschichte verkaufen, sind für sie Autoritätspersonen. Wenn es niemanden gibt, der sich aus erster Hand an die Vergangenheit erinnern kann, ist es zumindest auf der Erde ein leichtes, ein falsches Narrativ, eine falsche Geschichte aufzulegen, um die Wahrnehmung der Menschen zu kontrollieren. Wenn es heute niemanden mehr gibt, der aus erster Hand weiß, wie lange ein Jahrzehnt im Jahr 1700 gedauert hat, gehen die heute lebenden Menschen einfach davon aus, dass es so sein sollte, wie sie ein Jahrzehnt jetzt wahrnehmen. All das bedeutet, dass die Kontrolleure der Erde alle historischen Aufzeichnungen über alle Ereignisse, die stattgefunden haben, einfach auslöschen und sich eine falsche Geschichte ausdenken können, die ihren Bedürfnissen nach Bevölkerungskontrolle entspricht. Und alles, was wir wissen, deutet darauf hin, dass genau das auf der Erde geschieht. Alle wertvollen historischen Beweise, sei es in Form von schriftlichen Texten, archäologischen Stätten oder Gebäuden von historischem Wert sowie Artefakte aller Art, werden der Öffentlichkeit vorenthalten, sodass sie für nicht von dem Kabalen geförderte Forschungen und für die breite Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich sind. Und das ist nicht neu, sondern geschieht schon seit langem, wie die Zerstörung der Bibliothek von Alexandria beweist. Wenn es niemanden mehr gibt, der sich an die Vergangenheit erinnert, kann es keinen festen Zeitrahmen mehr geben, denn die Dauer der Zeit und die Zeit als solche sind nur Wahrnehmungen, die dem Geist entspringen. Wenn du die Geschichte eines Volkes auslöschst, kannst du mit ihm machen, was du willst, denn ohne eine konkrete Identität werden die Menschen verletzlich und unsicher und sind eine leichte Beute für denjenigen, der sich eine Identität für sie ausdenkt, indem er ihnen Ideen in den Kopf pflanzt, die sie leicht ausbeutbar machen. Das ist der Hauptzweck aller Resets auf der Erde, denn wenn sie die kollektive reale Vergangenheit auslöschen, können sie ihnen jedes falsche Narrativ auferlegen, das den Bedürfnissen der Machthaber entspricht. Alle Ereignisse, die vor der Gruppe von Menschen geschahen, die jetzt auf der Erde leben, können nicht in einen Zeitrahmen eingeordnet werden, der mit sich selbst kongruent ist. Da all diese Ereignisse nur in historischen Aufzeichnungen existieren, die bestenfalls stark manipuliert sind. Die meisten von ihnen sind allerdings frei erfunden. Ich will damit sagen, wenn es niemanden gibt, der die Zeitwahrnehmung und ihre Dauer erzeugt, kann man nur auf der Grundlage historischer Dokumente und Aufzeichnungen von einer Chronologie ausgehen, und wer sie kontrolliert, kontrolliert auch die Zeitwahrnehmung der Vergangenheit und ihre Abfolge. Wie ich mit dem hexadimensionalen Raumzeitmodell erklärt habe, gibt es keinen festen Ort in der Vergangenheit, der von der Zukunft aus beobachtet werden kann. Wir können nie zum exakt gleichen Zeitpunkt und Ort eines historischen Ereignisses zurückkehren, da sich die Zeit auch in den anderen beiden ihrer drei Dimensionen bewegt hätte, wodurch immer eine alternative Version eines solchen historischen Moments entstanden wäre. Es ist also nicht so einfach, in unser Zeitsprungraumschiff zu springen und einen historischen Moment zu besuchen, um dann ins Jetzt zurückzuspringen und unsere Ergebnisse auf diesem YouTube-Kanal oder wo auch immer zu veröffentlichen. Doch mit den begrenzten Beobachtungen, die von zeitspringenden Raumschiffen stammen, die die Vergangenheit der Erde besucht haben, und mit den Informationen, die der Öffentlichkeit auf der Erde vor allem in den letzten Jahren leicht zugänglich sind, können wir zu bestimmten Schlussfolgerungen kommen. Irgendwann in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es definitiv einen großen globalen Reset. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es vor dieser Zeit eine fortschrittliche globale Zivilisation gab, die von vielen Forschern auf der Erde als Tartaria bezeichnet wird, obwohl wir das anders sehen. Denn wir sind zu dem Schluss gekommen, dass Tartaria eine mächtige Nation oder Region war, die im heutigen Zentralrussland, im südlichen Teil Sibiriens, beheimatet war und sich im Westen fast bis zum heutigen Moskau erstreckte. Im Osten reichte es vielleicht bis zum heutigen Alaska und dem Yukon-Gebiet.
Im Süden könnte es bis nach Zentralchina und zum Himalaya-Gebirge gereicht haben, als eine Art geografische Grenze, und im Norden mit dem Pol als Grenze, die an das Gebiet von Hyperborea anschließt. Im Gegensatz zu den meisten Tartaria-Forschern glauben wir nicht, dass es der Name einer globalen Zivilisation war, sondern nur der Name für diese Region, obwohl ihr Einfluss global war, so wie die moderne Gesellschaft und Kultur auf der Erde auch global ist, aber keinen endgültigen Namen trägt. Einer der Hinweise darauf ist die Verbreitung sehr aufwendiger und sehr ähnlicher Architektur auf der ganzen Welt, die der Mitte des 19. Jahrhunderts zugeschrieben wird. Wie weit in der Vergangenheit Tartaria und sein globaler Einfluss auf der Erde existierten, ist nicht bekannt, aber unsere besten Daten deuten darauf hin, dass es mit dem sogenannten Mittelalter in Europa in einer Weise koexistierte, bei der die Tartarier in Europa unter der rückschrittlichen Unterdrückung der katholischen Kirche in Rom bluten. Unsere Beweise deuten darauf hin, dass das klassische Rom und Griechenland am Ende des Ägyptischen Reiches aufblühten und dann direkt in den frühen Teil des sogenannten Mittelalters und die Renaissance übergingen, die schon ihrem Namen nach auf das Wiederaufleben einer anderen Gesellschaft nach dem letzten Reset, dem sogenannten Fall Roms, hinweist. Obwohl wir wissen, dass Rom nicht gefallen ist, sondern lediglich in die heutige vom Vatikan kontrollierte Struktur übergegangen ist. Und der größte Teil des Mittelalters hat als solches einfach nicht existiert. Wir haben zwingende und umfassende Beweise dafür, dass Ereignisse, die in irgendeiner Periode stattfanden, aber besonders im frühen Teil des Mittelalters, entweder als platte manipulative Lügen erfunden oder in eine andere Reihenfolge und Chronologie gesetzt wurden, um den Eindruck einer viel größeren Zeitspanne zu erwecken. Mit anderen Worten, sie dehnten die Ereignisse aus, um ihre falsche Chronologie und Abfolge von Ereignissen auszufüllen. Es sieht also so aus, als ob Ägypten in das größere Römische Reich zurückversetzt wurde, das dann in eine größere globale Kultur zurückversetzt wurde, zu der auch Tartaria als kultureller Kraftort gehörte, und die, wiederum in die moderne Gesellschaft zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Rücksetzpunkte, die wir sehen, sind der Fall Ägyptens mit der Verbrennung der Bibliothek von Alexandria, die dazu benutzt wurde, die Vergangenheit zu konfiszieren und auszulöschen, da sie der größte Ort war, an dem Dokumente außerhalb Roms aufbewahrt wurden. Dieser Moment schließt den Sturz Kleopatras als letzte ägyptische Königin und ihren Umgang mit Ägypten an die Kabalen in Rom ein. Dann ging das Römische Reich in das mittelalterliche Konzept des Vatikans über, der alles kontrollierte, wobei der Papst im Grunde der Cäsar war, nur unter einem anderen Namen, der wiederum mit der größeren weltweiten Kultur koexistierte, zu der auch Tartaria gehörte. Und dann, als Tartaria und seine globalen Bewohner zu wissend und weise wurden, wurde es zurückgesetzt und während der Napoleonischen Kriege und dem Kampf gegen Russland sowie während der Zeit der sogenannten industriellen Revolution zerstört. Hier wurden auch die beiden größten Kriege des 20. Jahrhunderts genutzt, um die Erinnerung an eine so große und reiche Weltgesellschaft auszulöschen, indem historische Städte in Europa systematisch bombardiert wurden. Wie du siehst, gebe ich nur vage Daten als Referenz an, denn die Zeit als solche kann nicht außerhalb des Zeitrahmens der Wahrnehmung desjenigen, der sie erlebt, berechnet werden. Dieses Thema wird fortgesetzt. Danke, dass du dir mein Video angesehen hast und dass du es geliked, geteilt und abonniert hast. Ich weiß das sehr zu schätzen und hoffe, dich das nächste Mal hier zu sehen. Pass auf dich auf, mit viel Liebe, deine Freundin, Mari Svaru. Wichtig, der Link zu den zensierten Videos auf Odyssee befindet sich in der Beschreibung, die ihr euch unbedingt anschauen solltet, wie zum Beispiel dieses hier.